So, heute geht es weiter mit dem Gaming-Schreibtisch. Ich werde den jetzt weitestgehend fertigstellen. Also zum anderen werden diese Griffe montiert, die ich ja im letzten Film schon mal gezeigt hatte, an den Türen, wie auch an diesem Auszugbereich hier. Dann seht ihr hier die zahlreichen Zahnräder, die ich habe. Also die habe ich in verschiedenen Größen und Formen, in Kupfer, Gold und auch in Silber. Davon werde ich einige hier an der Tür montieren, auf der Tür, und eventuell, ich weiß noch nicht genau, ob ich das mache, denn das Problem ist, wenn der Gaming-Schreibtisch fertig ist, muss ich den ja wieder auseinanderbauen, weil der ja in der neuen Wohnung wieder komplett aufgebaut werden wird. Weil eigentlich würde ich gerne auch noch hier oben so Zahnräder draufsetzen, aber ich habe Angst, dass die beim Transport dann abbrechen werden. Da bin ich mir also noch nicht sicher, ob ich das mache. Aber wie gesagt, hier kommen die Zahnräder drauf. Dann habe ich hier die Steckdose, die werde ich hier unten an der Seite montieren. Dafür habe ich mir extra noch so, das ist eigentlich für Antennenkabel oder für Stromkabel zum Verlegen, dass ich das halt ordentlich nach hinten verlegen kann an dem Schrank. Außerdem werde ich die eine Lichterkette hier, das ist eine ganz dünne, schmale Lichterkette, die wird hier drum montiert. Und ich habe noch so LED-Spots, ich glaube insgesamt sind das 8 Stück. Davon mache ich mir hinter den Schrank auf der rechten und auf der linken Seite einige Spots, dass ich den unteren Bereich unabhängig vom oberen Bereich beleuchten kann. Also beispielsweise hier oben blau und unten grün oder hier oben vielleicht ein Farbwechsler und unten eine statische Farbe. Das wird auch gemacht werden. Und außerdem seht ihr ja hier unten diese Fußablage, die habe ich beim Streichen jetzt etwas, ich sag mal, links liegen lassen, weil ich habe eine alte Schaumstoffmatratze, die werde ich mir passend zurechtschneiden, dass ich mir das hier drauflegen kann. Und dann wird das Ganze mit Stoff überzogen und von unten dann festgetackert, dass ich also die Füße schön bequem darauf legen kann. Ja genau, das sind halt die Arbeiten, die heute anliegen. An dem Kastell hier muss ich nachher nochmal eventuell drüber streichen bei dem Neongrün, dass das auch fertig ist. Und das sind die Aufgaben, die heute anliegen. Wie gesagt, das Ganze sollte dann eigentlich so weit fertig sein. Ich versuche auch mal, meinen PC schon aufzubauen, dass ihr einmal seht, wie das fix und fertig aussieht. Also auch wenn die Monitore hier drin stehen, Tastatur, Maus, der PC auf dem Kasten da drüben, dass ihr mal so einen Einblick bekommt, wie das überhaupt aussehen wird. Und ja, das finale Ergebnis seht ihr halt erst in der neuen Wohnung, also Ende August, Anfang September, hoffe ich, dass alles fertig ist, also der Schreibtisch, wie auch der Schrank, der hier hinter steht, da wird ja noch einiges dran gemacht. Und die Vitrinen. Ich habe vor, dass der Raum, der ist recht groß, aber langgezogen. Hinten rechts in der Ecke soll der Schreibtisch stehen. Links daneben kommt der Schrank, der hier hinter ist. Den könnt ihr jetzt schlecht sehen, weil halt der Schreibtisch davor steht. Aber der ist ungefähr genauso breit wie der Schreibtisch und ungefähr, ja, ich sag mal, so hoch. Und oben drauf ist eine massive Holzplatte, so 50-60 mm dick. Die werde ich innen drin ausfräsen bzw. aussägen. Von unten kommt halt eine Deckplatte drunter. Und dann setze ich verschiedene technische Elemente da rein. Also Festplatten, Arbeitsspeicher, vielleicht eine Tastatur, vielleicht eine Grafikkarte, alles sowas, dass das halt aussieht, als wäre das ein PC. Und dann gieße ich das Ganze mit Epoxidharz aus und dahinter kommt dann noch eine LED-Beleuchtung. Also ist halt so alles schwer zu erklären, aber das wird halt der nächste größere Themenbereich werden, wo ich mich widmen will. Deswegen würde ich den Schreibtisch gerne dieses Wochenende fertigstellen, dass der halt so weit fertig ist, dass ich ihn wieder auseinanderbauen kann, um ihn in der neuen Wohnung fix und fertig aufzubauen. Eventuell werde ich da nochmal kleine Bereiche nachlackieren müssen. Weil vor allen Dingen diese Stoßkanten hier, das Ganze ist ja verschraubt. Wenn ich das jetzt auseinanderschraube und in der neuen Wohnung wieder zusammenschraube, dann werde ich wahrscheinlich kleine Kanten haben, wo ich halt mit dem Pinsel jetzt nicht hinkam. Der ist ja so montiert, ist der gestrichen worden und es kann sein, dass ich einen minimalen Versatz habe. Das heißt, in der neuen Wohnung werde ich nochmal etwas nachstreichen müssen, um vielleicht die kleinen Fehler zu korrigieren. Aber in dem Film wird es halt so weit sein, dass ihr seht, wie der fix und fertig aussehen wird. Und in der nächsten Videoreihe geht es dann um den hinteren Schrank, was ich gerade erklärt habe mit diesem PC-Modul, was da alles reinkommt. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an.
Und zwar werde ich mit den Griffen beginnen, damit ich jetzt nicht zuerst die Zahnräder montiere und mir danach den Griff nicht mehr montieren kann. Also als erstes die Griffe dran. Das habe ich mir wie folgt überlegt. Und zwar habe ich einmal Heißklebestifte. Weil natürlich muss jetzt meine Uhr wieder läuten. So, das soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Zufälligerweise war ich im Baumarkt und die hatten das halt von der Firma. Aber ich werde hingehen, auch bei den Zahnrädern, und werde eine größere Fläche davon mit dem Kraftkleber bestreichen. Und damit ich das jetzt nicht irgendwie mit Schraubzwingen montieren muss oder die ganze Zeit festhalten muss, nehme ich noch eine Heißklebepistole dazu, setze damit 3-4 Punkte zum Haften, klebe das Zahnrad drauf und während der Heißkleber getrocknet ist, kann ich das ja loslassen und den Kraftkleber kann ich dann auch über Nacht ruhen lassen. Das sollte dann eigentlich auch nicht mehr verrutschen. Das gleiche mache ich auch mit den Griffen, weil da sind nur ganz kleine Schrauben dran und ich habe Angst, wenn ich irgendwann nochmal hier dran ziehe, dass ich mir das wieder rausreiße. Deswegen werde ich hier auch diesen Kraftkleber drauf machen, den dann montieren, heißt festschrauben und ja genau, das ist jetzt der erste Schritt. Erstmal diese vier Griffe, jeweils hier einer und an den Türen einer, recht mittig. Wer meine Videoreihe von Anfang an geschaut hat, der weiß, der Fehler ist, dass die Tür nach außen aufgeht. Ich konnte die Tür nicht drehen, ich habe es versucht. Ich hätte die Schränke tauschen müssen, dafür hätte ich aber alles wieder auseinanderbauen müssen. Und deswegen habe ich gesagt, ich lasse es einfach so, wie es ist. Das heißt, ich montiere den Griff recht mittig drauf, sodass ich die Tür aufmachen kann. Und dass sie jetzt in diese Richtung aufgeht, also nach außen hin, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ist halt dumm, aber ich meine, damit kann man leben. Das ist ein kleiner Makel. Okay, dann fangen wir jetzt erstmal mit den Griffen an.
So, die Zahnräder sind jetzt dran. Und den nächsten Schritt mache ich mir unten diese Ablage. Ich habe hier noch ein bisschen alten Stoff gefunden. Und halt, wie gesagt, diese Matratze. Und das werde ich jetzt da hinten irgendwie reinstopfen. Muss das natürlich vorher noch auf Länge bringen. Und dann habe ich eine coole Fußablage. Das Ganze mache ich fest mit Elektro-Tacker. Und dann hoffen wir mal, dass es gut funktionieren wird. So, die Fußablage ist jetzt auch drin. Ich habe sie schon getestet. Sehr, sehr angenehm. Im nächsten Schritt mache ich jetzt erstmal die Lichterkette hier dran fest. Und zwar werde ich hier anfangen. Die ist 5 Meter lang. Das Stück hier, also diese Leiste hier, ist ungefähr 1,50 Meter. Das heißt, ich gehe einmal komplett drumherum. Und mit dem letzten Streifen gehe ich wahrscheinlich hier oben drunter, dass das auch nochmal zusätzlich nach unten strahlt. Genau, das Ganze werde ich mit Heißkleber befestigen. Ich hoffe, dass das reicht aus und dann, wenn das befestigt ist, werde ich halt diese LED-Spots festmachen. Schauen, ob ich da jetzt so rankomme, weil ich die vorher abgebaut habe. Das sind also einfach solche LED-Spots, die können auch in verschiedenen Farben leuchten. Jeweils 4 Stück an einer solcher Kette, davon habe ich 2, das heißt, 2 Spots mache ich wahrscheinlich hinter den Schrank, also von hinten, dass die in den Raum reinleuchten. Und dann habe ich nochmal 2 über, die mache ich mir vielleicht, ich muss schauen, ob das Vokabular passt, hier drunter. Also einmal da hinten in der Ecke und einmal hier, sowie dann da, da und 2 Stück hier hinter den Schrank. Dann ist also wirklich alles komplett beleuchtet und ja, ich denke und hoffe, das sieht ziemlich cool aus. Ich muss gestehen, das Ganze sieht jetzt ultra wild aus, mit den Zahnrädern, mit dem Neongrün, dann diese Farbmischung und alles. Klar, das ist wild, sieht auch total crazy aus. Aber genau sowas wollte ich ja haben. Es sollte ja außergewöhnlich sein. Also hätte ich einfach einen stinknormalen Schreibtisch haben wollen, hätte ich mir einen kaufen können und hätte nicht knapp 4 Wochen lang hier dran rumarbeiten müssen. Das soll was ganz Besonderes werden, was Einzigartiges und ja, es wird wahrscheinlich erst dann richtig gut wirken, wenn die anderen Elemente auch fertig sind. Also wenn das wirklich alles wie dieses eine Modul ausschaut, was so quasi, als wenn das extra so entworfen worden wäre, beziehungsweise es ist ja extra so entworfen worden. Und ja, wartet einfach ab, seid etwas geduldig. Im September ist der Umzug, wenn dann der Raum fertig gestaltet ist, mit Tapeten, mit Lampe, mit allem drum und dran und dann die ganzen Module da drin. Ich glaube und hoffe, das sieht dann ziemlich cool aus. Wenn es nicht cool aussieht, muss ich alles schwarz streichen.
dann wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen. Deswegen hoffe ich einfach mal, es wird am Ende cool aussehen. Aber jetzt fangen wir erstmal mit der Lichterkette an. So, die Lichterkette ist montiert. Das ging eigentlich recht schnell. Und das Spannende dabei ist halt immer, weil ich mit Heißkleber arbeiten musste, geht die Lichterkette jetzt noch oder nicht? Ich habe sie natürlich vorher schon mal getestet, aber ich weiß halt nie, wie die Lichterkette auf die Elektronik reagiert, aber schauen wir einfach mal. Ja, wunderbar. Und wie gesagt, der Raum hier, der ist ja mit Monitoren gefüllt, also man sieht die LEDs dann später gar nicht mehr so direkt. Und ich glaube, das macht dann ein ganz schönes Licht. Vor allen Dingen, das Ganze ist ja dann nur im Hintergrund zu sehen. Und ich weiß nicht, diejenigen, die abends am PC von euch schauen oder die auch viel zocken oder so, die wissen es, wenn es komplett dunkel ist, ist immer sehr unangenehm. Aber hier habe ich halt so ein indirektes Licht halt. Und ich denke, das wird ganz cool aussehen. Das ist jetzt auf den Fader eingestellt. Aber natürlich kann man auch jede Farbe einstellen, die man möchte. Grün, blau, rot. Ich denke, das Prinzip einer Lichterkette ist euch bekannt. Und ja, also das gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt kommen halt die LED-Spots noch dahin, damit auch der untere Bereich beleuchtet ist. Und dann schauen wir mal, wie das dann aussehen wird. Aber das gefällt mir jetzt auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, ich muss jetzt etwas warten, bis das etwas dunkler wird draußen, damit halt nicht die Sonne da hinten so reinblendet. Aber ich wollte euch mal so das Ergebnis zeigen, wie das ausschaut mit der kompletten Beleuchtung. Die ist jetzt natürlich einfarbig in grün. Aber wie vorhin schon gesagt, ich kann natürlich einen Fader einstellen. Das heißt, die Farben wechseln in den Regenbogenfarben langsam durch. Oder ich kann natürlich auch feste Farben einstellen, wie jetzt hier grün oder rot, orange, gelb. Da ist ja einfach alles möglich. Und das Licht wirkt jetzt natürlich noch etwas kühl, weil man es halt direkt sieht. Aber der obere Bereich, da werden dann halt die Monitore stehen. Das heißt, das ist dann auch noch abgedeckt. Und man sieht dann wirklich komplett nur diese indirekte Beleuchtung. Aber wie gesagt, das sollte jetzt nur mal so ein kleiner Ausblick sein, wie das halt mit der Beleuchtung ausschaut. Natürlich sieht das viel cooler aus, wenn der fix und fertig an der Wand steht und wenn die Plane weg ist, wenn das Ganze aufgeräumter ist und alles, wenn das mal mit Leben befüllt worden ist, wenn da die Monitore draufstehen und alles. Aber wie gesagt, das sollte jetzt erstmal nur so ein kleiner Ausblick sein, wie es überhaupt aussehen wird. Und ich muss sagen, mir gefällt es sehr, sehr gut. Also ich freue mich schon, wenn der Monitor oder wenn die Monitore morgen aufgebaut sind, wenn die Tastatur alles da steht, wenn der Kasten links fertig ist und der PC da drauf steht und alles, wenn das Ganze halt mit Leben gefüllt ist. Ich glaube, das mache ich morgen mal, auch wenn die Arbeit völlig umsonst ist, weil ich ja alles dann wieder abbauen muss, wenn der Schrank wieder abgebaut wird. Aber ich will einfach mal sehen, wie das Ganze komplett fix und fertig aussieht und ich glaube, das werde ich morgen mal machen. So, und so sieht der fertige Tisch halt aus, wenn er bestückt worden ist. Ich habe jetzt hier die Fenster da hinten nur mit Stoff abgehangen, weil wir haben schon keine Vorhänge und nichts mehr hier, weil der Raum ist ja schon fertig renoviert wegen dem Umzug. Aber ich habe das Ganze hier mal ein bisschen abgedunkelt, damit ihr halt mal sehen könnt, wie das Ganze mit Farben aussieht. Und ich finde, das ist wirklich, wirklich cool geworden. Die Monitore, die passen wirklich wunderbar in diesen Kasten rein. Also da oben ist vielleicht noch so ein Zentimeter Platz, höchstens 15 mm. Nach unten hin ist etwas mehr Raum, damit ich hier noch etwas Ablagefläche habe, wenn ich da was hinlegen möchte. Und ja, ich finde, der ist wirklich, wirklich cool geworden. Da hinten, dieser Wandschrank, der da ist, das ist natürlich in der neuen Wohnung alles nicht vorhanden. Da ist also eine komplett geschlossene Wand. Da wäre dann auch kein Fenster und nichts im Weg. Und daneben, auf der linken Seite, glaube ich, oder ich muss noch schauen, wie ich das aufstelle, aber auf der rechten Seite kommt halt der Schrank hin. Der wird ja auch noch komplett bearbeitet in der nächsten Videoreihe. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie hübsch das Ganze aussieht, wenn es fix und fertig ist. Ihr hört vielleicht dieses Plätschern. Das ist ein Teil dieses Hintergrundes, den ich habe. Das ist diese Wallpaper Engine, die man bei Steam beispielsweise kaufen kann. Und das Plätschern kommt von hier unten, denn da habe ich mir eine Soundbar reingebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ihr hört es auf jeden Fall.
Es fehlen jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, die werde ich halt machen, wenn der Tisch an seinem endgültigen Bestimmungsort angekommen ist. Denn hier drunter werde ich mir noch so einen Blu-ray-Brenner einbauen mit SD-Kartenleser, dass ich halt Speicherkarten von der Kamera auslesen kann oder auch mal einen Film auf Blu-ray gucken kann. Dann auf der rechten Seite werde ich mir noch eine Halterung montieren für mein Mikrofon. Das habe ich jetzt einfach mal hier hingelegt, weil ich wollte das jetzt nicht da irgendwie plump dran bauen, dass es im Weg ist. Ja, und hier seht ihr auch zum Beispiel mal den Stuhl. Deswegen, wegen der grünen Farbe, habe ich mich dafür entschieden, oder dazu entschieden, auch die Ränder grün zu machen. Das sieht man jetzt im Dunkeln tatsächlich kaum, dass das grün ist. Aber wenn es tagsüber hell ist und die LED-Beleuchtung aus ist, dann sieht man das schon ganz gut. Wie gesagt, also es müssen noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden an dem Tisch, aber die Videoreihe ist jetzt hier erstmal beendet, zumindest von dem Gaming-Schreibtisch, denn der Tisch, der Schrank ist jetzt dran. Da müssen auch einige Arbeiten gemacht werden. Zum Beispiel werde ich mir hier, seht ihr es ja, die Holzplatte, die liegt hier auf diesen beiden Hölzern auf, links und rechts. Und auf der Seite ist halt nur so ein blödes Plastikrohr. Also ich werde mir hier noch ein Holz reinbauen, sowie auf der rechten Seite ein Holz und das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite auch, weil ich Stabilität für diese Tischplatte brauche. Die werde ich hier, ich weiß noch nicht genau, ob ich das ausfräsen werde bis zu einer bestimmten Tiefe oder komplett aussägen werde, um dann von unten ein Holz drunter zu machen, weil hier kommen ja die ganzen PC-Bauteile rein, also Arbeitsspeicher, Festplatten, Grafikkarte, eine Tastatur. Dann werde ich das Ganze schön mit Kupferdrahten verbinden und sowas, dass das halt richtig cool aussieht, als wenn das ein richtiger PC wäre. Dann wird das Ganze mit Epoxidharz ausgegossen. Von hinten mache ich mir dann so eine LED-Leiste rein, dass auch das hier dann mit LEDs beleuchtet wird. Der ganze Schrank von der Farbe her wird natürlich identisch werden wie der Schreibtisch auch. Also auch in diesem Kupfer, Bronze oder Kupfer, Gold, Silber. Ein bisschen schwarz dabei, also halt so richtig, dass es ziemlich cool zusammenpasst. Ja, und das wird halt die nächste Videoreihe werden, womit ich dann in den nächsten Tagen anfangen werde. Mir ging es halt nur mal darum, wie sieht das Ganze aus mit den Monitoren und allem drum und dran. Und auch von der Sitzhöhe her ist das wirklich, wirklich, wirklich mega geil geworden. Ich komme mit den Füßen genau hinten auf diese Ablage drauf, die ich gebaut habe, die ich dann mit Stoff überzogen habe und so, dass ich also auch schön mal die Füße hochlegen kann. Ja, also ich bin echt begeistert. Das gefällt mir so, so sehr. Vor allen Dingen sieht man jetzt auch mal den PC. Den hatte ich oben in meinem alten Büro auf der anderen Seite stehen. Und der ist natürlich auf der Seite offen hier. Das heißt, da würde man halt schön das Innenleben sehen und auch die Beleuchtung und alles. Und diese Seite war halt verdeckt, weil der PC halt auf der anderen Seite gestanden hat. Aber so kommt der jetzt auch mal richtig zur Geltung hier. Und ja, das Gesamtbild ist halt einfach wirklich, wirklich stimmig. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und dass ihr mir so lange zugeschaut habt. Ich hoffe, der Bau dieses Gaming-Schreibtischs hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Kommentar da. Liked mein Video. Das zeigt mir auch, dass ihr den Film gesehen habt und dass es euch auch wirklich gefallen hat, dass dieser Stil, den ich so mache, euch gefällt. Ich weiß, das Ganze ist noch, ja, ich sag mal, sehr unprofessionell, weil ich jetzt einfach drauf losgedreht habe und einfach zeigen wollte, hey, ich baue das und das und das. Ich wollte euch gerne dabei mitnehmen. Mit der Zeit werden die Filme mit Sicherheit an Qualität gewinnen und auch besser werden. Es kommen auch bald wieder Tourenvideos. Wir fahren bald nach Rothenburg, da wird es dann wieder ein paar coole Videos geben. Und ja, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und werdet auch sehen, wenn der Schrank gebaut wird, weil das wird auch nochmal ein richtig geiles Projekt werden und ich freue mich schon, wie das wohl am Ende aussehen wird. Bis dahin, ciao.